Hallo an meinem Basteltisch. Und schon haben wir den 23. Dezember. Ein Tag vor Heiligabend. Man kann es kaum glauben. Ja, ich hatte heute eigentlich überlegt, ob ich die schon morgens verdrehe, aber nee. Ich habe mir heute richtig viel Zeit gelassen tagsüber und mal ein bisschen, ja, alle zurückgeschraubt. Und es ist auch irgendwann mal nötig, denke ich. Ja, wie immer, ne? Mein ATC für den 23. mit dem tollen Pinguin. Just sitting here thinking of you. Ja. Sehr schön. So, kommt auch wieder in mein Album. Ja, ist ja nicht mehr so viele hier drin. Obwohl, hatte ich euch ja, glaube ich, schon erzählt. Also bei mir ist der 24. habe ich schon mal drin. Hier ist am 25. Und ich habe auch noch hier hinten eine Karte für den 26. Also kann da noch weitermachen. So, den 23. Da hatte ich ja auch hier schon so ein, diese etwas kleinere Karte ist das ja, die jetzt hier drin liegt. Und das ist ein Transparentpapier, ein blaues. Das ich ja schon mal so ein Stück benutzt. Ja, das ist mir heute, also ja, wie ich die ganze Zeit so vorbereitet habe, ist mir ja nicht so viel eingefallen, muss ich ehrlich mal sagen. Ist ja nicht so einfach. Ich habe also wirklich nur noch versucht, die Papiere zusammenzusuchen, die mir so irgendwie gefallen und dummerweise hier auch noch die Reste von den Vögelchen zu nehmen. Und das Teil fällt mir eigentlich auch. Und dann verbinden wir das Ganze damit und machen Stempelabdrücke auf. Mehr machen wir heute nicht. Gucken wir, dass ich das so irgendwie in den Bastel kriege hier. Zugeschnitten habe ich das auch schon und umrandet habe ich es auch schon so ein bisschen, damit es einfach mal ein bisschen schneller geht. Ja, muss ich echt zugeben. Das ist wirklich ja nicht so leicht, jeden Tag sowas zu machen. So, heißt also, wir brauchen das eigentlich. Also, ich wollte unbedingt diese Stücke, also, da waren noch immer so ein paar Stücke diesmal übrig, wo ich echt überlegt habe, welche nehme ich, ne? Und das hier mit diesem Baum finde ich eigentlich total schön und auch diese blauen nach Beeren da dran. Ne? Ich habe auch noch so ein Stück, wo so die Beeren ein bisschen größer sind, aber wenn man das dann immer irgendwie zusammenhält, dann die sieht das nicht gut aus, das nicht gut aus. Das ist ja nicht so einfach, finde ich, da dann irgendwann was zusammenzustellen. So, und vor allem das hier passt eigentlich nicht wirklich dazu. Muss ich mir kurz überlegen. Nee, so rum ist, glaube ich, ganz gut. Aber das ist jetzt auch abgefallen und übrig und im Großen und Ganzen muss das ja irgendwo verarbeitet werden. Was soll's, oder? Das nutzt mir alles ja nicht, wenn das hier hinterher rumliegt. So, jetzt muss ich bloß ein bisschen aufpassen. Hier kommen jetzt nochmal diese Vögel hin. Die hatte ich ja auch schon mal. Aber wie gesagt, alles das Thema. Was willst du machen? Ach, die sieht man ja nicht so richtig. Na doch, das geht schon. So, und damit es hier weitergeht, machen wir das hier drunter. Ne, das ist dieselbe, das passt schon so. Siehst du, jetzt habe ich hier, ich habe zwar braun umrandet, aber doch nicht richtig bis hinten, oder? Da muss ich ein bisschen mehr braun. Halt nicht darauf geachtet. So, das heißt, ich darf das nicht bis ganz zum Ende ankleben, damit ich das andere runterschieben kann. Das wäre gut. So. Ja, ich hoffe, ihr hattet heute auch irgendwie schon so einen ruhigen Tag und das brauche, habe ich richtig gemerkt, wie sehr ich das gebraucht habe, um so ein bisschen so, ja, runterzukommen und mal zu merken, dass irgendwie Weihnachten ist. Ich habe auch wirklich meinen Weihnachtsbaum schon geschmückt. Und ja, war eigentlich ganz gut heute so im Großen und Ganzen. So, ich werde morgen auch alleine sein. Eigentlich war vorgesehen, dass ich wegfahre zu meinem Bruder und meinem Vater, aber das wird nicht, weil ich bin ja immer noch nicht so ganz gesund. Und ich irgendwie einen anstecke da. Lassen wir das mal sein. Ja, und das, irgendwie witzigerweise war das letztes Jahr auch schon so, dass das mich so kurz vor Weihnachten ausgenockt hat. Ich hoffe, das wird nicht zu so einer totalen, ja, Tradition bei mir. Das wäre ein bisschen doof langsam. So, also die Vögelchen. Kriegt das jetzt hier so hin? Ich wollte nämlich das dazwischen kleben immer.
da so gerade? Dass ich damit den Spalt so zukleben kann, wisst ihr? So, und zwar gucken wir mal, habe ich jetzt hoffentlich genug offen gelassen. Hier kann ich genau was abschneiden. Hier war ich schon so clever und habe schon eine Klebeband hinter. Da fällt mir das dann ein bisschen leichter, das wieder dahin zu kleben. Ach so, ich habe das nur nicht abgemessen gehabt. Na, das wird jetzt wieder ein Spaß, das hinten abzuschneiden. Na gut. So, dann bin ich ja gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege hier. Naja, es ist nicht ganz. Die Breite stimmt nicht. Müsste ich eigentlich nochmal draufsetzen. Ach, da muss ich nochmal gucken. Haben wir das hingekriegt? Na, das ist schief abgeschnitten. Es ist immer dasselbe. Also ich bewundere wirklich Leute, die einfach so was abschneiden und es ist rechtwinklig. Bei mir ist es immer schief. Wobei hier das Papier auch schief ist. Also stört das ja. So, ich hatte noch überlegt, dass ich das Ding hier unbedingt dahin haben wollte. Ja, das mache ich jetzt auch. Was soll's? Ruf da. Weil das hatte ich ja auch irgendwie zweimal, so ein kleines Stück mit diesem. Ja, das ist ja wie Schilf, glaube ich, was so beschneit ist. Und das finde ich ja auch sehr schön. Ja, bei uns ist leider noch nicht so weit drauf. So ein bisschen raureife heute früh. Aber nicht so schön. Okay. Kleben wir das jetzt hier in die Ecke noch hin. So. Das haben wir jetzt ohne. Gut, dann hatte ich mir jetzt hier endlich noch einen Stempel hingelegt, den ich darauf machen wollte. Und zwar: Happiness is a warm heart on a cold day, glaube ich. Warte. Den machen wir da jetzt noch auf in so einem Blauton hier. Allerdings ist das Kobaltblau. Mal gucken. Was das geht jetzt? Ist das nicht schon wieder so ist wie gestern? Ja, das ist doch nicht schlecht. Ist doch hier ein gut geworden, der Abdruck, denke ich. So. Ja, jetzt haben wir da dieses, was nicht so schick aussieht. Und jetzt haben wir aber hier oben noch so eine Dinger liegen. So eine tollen Schneeflocken. Könnten jetzt einfach so tun, als ob die hier so drei Schneeflocken hin müssen. So. Womit kleben wir die fest? Wo ist mein Schmucksteinkleber hier wieder? Na? Hier. Und da ist bestimmt jetzt wieder die Tülle zu, wa? Oder? Wie sieht's aus? So, machen wir das jetzt mal so. Und schon wieder kommt das an der Seite raus. Also das ist immer dasselbe. So, Ina ist da. Ina da. Und Ina denkt hier. So. Tja. Vielleicht sollte ich mir doch mal nochmal einen neuen kaufen. So, dann auch. Mal kaschiert. Und haben diese drei Dinger auch noch weggebastelt. So, ich würde sagen, fertig für heute, oder? Ist das okay? Hier sind die Kanten natürlich richtig hart hier. Das hätte ich vorher anwischen sollen, ein bisschen, wa? Da an der Stelle. Kann man das noch ein bisschen kaschieren? Mal sehen. Mach mir das jetzt vor hier. Einfach mal ein bisschen Müller rüber.
Na gut, besser. Ein bisschen besser. So, ja, dann bin ich heute schon wieder fertig. Und na, hab ich wieder kein weißes Stück Papier hier, wie das immer so bei mir ist. Irgendwie fehlt mir denn doch immer noch mal was. Wo ich so flucken nicht. So. Das wäre jetzt also meine Seite für den 23. Dezember. Irgendwie ist mein Licht heute nicht so gut, oder was? Sieht mir irgendwie so dunkel aus. Keine Ahnung. Ja, hier habt ihr das nochmal. So, und für alle die, die so die nächsten Tage nicht mehr mit dabei sind, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Machtet euch schön gemütlich. Und vor allem ein bisschen stressfrei, wenn es geht. Das wäre sehr schön. Man braucht das alles nicht. Ne? Und wir sehen uns sicherlich demnächst dann mal wieder. Wie gesagt, machtet euch schön. Bis dann. Tschüss.